lieben Zuckerschnuten, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video und zwar zu einem Unboxing zur Firma Karat.art. Let's the pleasure begin, piece by piece, just you and your masterpiece. Ihr Lieben, ihr wisst, ich liebe diese Firma und ich muss euch gestehen, mein Mann hat mir 4 Bilder zum Geburtstag geschenkt. 3 zum Geburtstag, 1 wurde nachgeliefert, das kam sogar direkt aus China geliefert, nicht von Karat Art, sondern das wurde direkt so geliefert. Aber erstmal fangen wir mit dem ersten an. Ich habe mir jetzt erstmal das kleinste von den 3, die ich zuerst bekommen habe, rausgesucht. Und ich bin gespannt, weil ich nicht weiß, ob das eckige oder runde Steine sind. Mein Mann hat mich überrascht. Ich hatte meine Wunschliste und die hat er sich fotografiert und hat danach dann bestellt. Hat sich wohl die Bilder angeguckt, ob er weiß ja, dass ich lieber rund pinde. Er hat sich das aber angeguckt, je nachdem, wie es aussieht, wenn rund und eckig gepinnt sind, weil bei Karat Art könnt ihr das anschauen, wie es aussieht. Und das finde ich mega cool. Kurz am Rande erwähnt, wenn ihr bei Karat Art bestellt, gebt gerne Melli 10 ein. Damit könnt ihr 10% sparen und ihr tut mir was Gutes, was natürlich mir zugute kommt. Und ich freue mich, wenn ihr das macht. Und ich freue mich auch, wenn ihr sparen könnt. Zum ersten Bild. Ich muss erst dazu sagen, mein Mann hat super tolle Bilder ausgesucht. Weil ich sind ja alle Bilder toll, die ich in meiner Wunschliste habe. Und eigentlich sind es noch viel mehr, die so toll sind, ja. Aber er hat tolle Bilder ausgesucht. Schön von den Größen her durchwachsen. Also ein bisschen so und also so kleiner und ein bisschen größer. Und auch das, was er ausgesucht hat, finde ich top. Ich freue mich riesig drüber. Ich möchte mit euch das erste aufmachen. Wollte ich euch eigentlich noch nicht zeigen, aber ihr habt es ja eh schon gelesen. Ne? Wenn ihr bei Karat.art bestellt, bekommt ihr diese Kartons in Folie eingewickelt. Was jetzt für mich nicht unbedingt nutzt. Also erstmal waren die Kartons ja nicht so, sondern die Kartons waren alle 3 in einem großen Karton. Also den habe ich natürlich ausgepackt, weil ich hatte ja schließlich Geburtstag. Und wollte ja wissen, was drin ist. Wartet mal, der Müllsack könnte woanders stehen, mein Müllsack. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Genau, da kommt der Karton. Auf dem Karton habt ihr eine Anleitung, wie es funktioniert für all diejenigen, die neu anfangen. Was ich bei Karat Art auch cool finde, ist, dass... Wie war das bei... Was habe ich denn letztens... Ich weiß es gar nicht mehr. Geguckt. Ich wollte euch unbedingt irgendwas sagen. Und jetzt ist es mir aber entgangen. Naja, vielleicht fällt mir es nochmal ein. Auf jeden Fall ist das eben toll, dass ihr seht. Ja, was wollte noch irgendwas sagen? Egal. Mein Mann hat mir 4 Künstlerbilder bestellt. Das heißt, wir haben kein Toolkit dabei, was ihr euch aber für kleines Geld dazu kaufen könnt. Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe so eckige Steine. Oh, schön, wenn ich das schon sehe. Eigentlich könnte ich das direkt nach einem Butterfly-Event binden. Das ist gemein. Nee, ich habe ein anderes Bild. Das muss ich unbedingt erst binden. Ich bin auch gespannt. Ich habe die Mushroom Chibi. Ist die nicht süß? Oh, ich bin die toll. Oh, wir haben 59 Farben. Wow. 45 x 55 cm. Artist ist LP Arts. Den tun wir mal weg und denken uns mal hier Melli 10 hin, bitte. So, passt auf. Ihr bekommt, also wie gesagt, der Karton ist in Folie. Dann habt ihr wirklich einen dicken Karton hier, ne? Seht ihr ja. Und das Bild mit Steinen ist ebenfalls nochmal in Folie. Oder ja, in der Tüte, wie auch immer ihr das nennen wollt. Dieses schöne, schöne Eckchen hier. Und ich mag ja diese Leinwände, weil die nicht so wuschelig sind. Die sind ein bisschen wuschelig, aber es heißt wuschelig auch nicht. Sind ein bisschen weich, sagen wir es mal so. Aber nicht so weich. Und ich finde dieses Bild so, so schön. Ist sie nicht süß? Oh, jo. So, wartet. Wir haben... Moment doch. Muss mal gucken hier. Ist weg. Ihr bekommt ja, wie gesagt, kein... kein Toolkit. Aber ihr bekommt einmal den Herzwachs, also 3-mal Herzwachs in Blau. Ein Döschen und ein Karat Art Washi Tape. Da gibt es jetzt verschiedene und da ist man immer gespannt, was drin ist. Ne? Also das beides ist dabei
Dann habt ihr immer die Aufkleber dabei. Mushroom Chibi von LP Arts, 45x55 Square Tools, also eckige Steine. Die Bildnummer and let the pleasure begin. Ich, wenn ich mit den runden Fläschchen painte, dann schneide ich mir die Zeile vorne ab. Und ihr habt es schon gesehen, ich verwende das auch für was anderes. Den Rest hebe ich mir auf, die hier, falls eine Flasche nicht reicht oder was, nachdem ich, je nachdem, was ich für ein Sortiersystem wähle, kann ich dann hier auf diese leeren Aufkleber nochmal die AB-Nummer schreiben, die TMC-Nummer mit dem Symbol schreiben. Genau, also wie gesagt, wir haben 59 Farben, davon sind 2, 4, 6, 8 AB-Farben. Und ich sehe schon wieder, und das finde ich halt bei Karat Art so, so toll, ja. Wir haben hier die 5200 in AB, aber auch in normalen Stein, ja. Haben wir das nochmal? 38, 41, haben wir auch, ne? Dann die 900, ne, die haben wir nicht. 963 haben wir auch. Also ihr seht, es 961 ebenfalls. 820 nicht, 606 auch nicht und 601 auch nicht. Also ihr seht, ne, es wird nicht einfach die Farbe komplett immer ausgetauscht, sondern wirklich detailreich ausgetauscht. Das finde ich so toll bei Karat Art. Ich liebe das Bild jetzt schon. Das ist so ein tolles Bild. Aber ne, wenn man 45x55 hat, das ist schon eine Größe. So, vor allem mit eckigen Steinen. Ne? Aber das ist doch toll. Das ist gemein, dass ich mir jetzt schon ein anderes Bild ausgesucht habe. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass hier auch Schmetterlinge drauf sind. Egal. Der Druck, da kann man nichts sagen. Ne? Das ist einfach fantastisch. Könnte man natürlich wieder erst den Hintergrund painten. Ne? Also ich gucke schon wieder. Ne? Dann die Schmetterlinge jeden einzeln. Dann könnte man den Hut painten, die Haare und dann Chibi. Ja, mal gucken. Oder ob ich in Feldern painte? Nein, ich glaube nicht. Das reizt mich zu sehr, hier einzeln zu painten. Guckt euch die Steine an. Seht ihr das? Oh, hammergeile Farbe. Unschuldig. Ist aber so, ne? Das könnt ihr euch in euer Journal einkleben, ne? Wie gesagt, ich habe da keinen. Oh, guck mal. Oh. Hammer. Ich habe da zwei Tüten von. Und hier ist noch die dunklere Variante. Oh, sind die nicht toll. Die haben eckige Harzsteine, wie ihr seht, ne? Fantastische Steine, die sind so toll. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Bei Karat Art sind die Tüten nach der Liste, wie sie hier angegeben sind, sortiert, also dass ihr da wirklich hintereinander weg einsortieren könnt in eure Becherchen, Fläschchen, was auch immer. Wir gucken jetzt noch, wo diese 8 AB-Farben sind. Guckt mal, diese. Oh. Dieses Hellblau. Was ist das? 37, 53. Haben wir denn die 37, 53? Und das andere war 56. Ausrufezeichen und Haken. Oh, die sind wirklich schön im Hintergrund. Hier ist überall der Haken. Das Ausrufezeichen hier. Hier lang. Oh, ich freue mich. Mega, 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 mega. So, sonst ist mal die AB-Farben hinten raus. Und dann schauen wir mal, was wir so Tolles haben, ne? Wir haben, wow! Wir haben nicht nur 8 AB-Farben, sondern wir haben auch eine Metallic-Farbe. Schaut mal. Ey, hammergeil. Guckt euch mal die Farbe an. Wartet mal, ihr seht das gar nicht so richtig, wa? Wartet. Das ist besser, wa? Mega. Oder mal hier drüben gucken. Vielleicht können wir hier noch besser rein. Roman, das ärgert mich jetzt mit meinem Fokus hier. Guckt mal. Mega, oder? Was da von Metall obendrauf. Also, in Anführungsstrichen Metall. Da oben drauf. Wow, das ist cool. Da guck mal als erstes, wo das ist. Wo ist das versteckt? Da. Ich habe es da vorhin schon gesehen. Hier im Schmetterling.
Nee, wartet mal, das ist es gar nicht. Nee, 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 nee. Aber das müsste da. Hier, oh, das ist ja auch cool. Hier, das Orange. Im Röckchen. Oh, ist ja Hammer. Das gefällt mir ja. Oh, Mila, das ist echt super. Oh, ich freue mich. So, da gucken wir jetzt mal noch weiter. Oh, toll. Ich leg die mal hier zur Seite. Dann haben wir die 601 und die 606. Die machen wir mal zusammen. 52 und 53. Kleines T und großes N. Wir haben hier Rottöne. Hier haben wir das kleine T mit drin. Hier auch ein bisschen. Das kleine T und das große N. Hier haben wir auch das kleine T mit drin. Aber das große N ist noch nicht in Sicht. Das ist ein richtiges Rot. Also, nein, das ist ja das richtige Rot. Aber hier ist alles pink. In den Augen ebenfalls. Und rot haben wir hier. Ja, genau. Da ist es N. Hier seht ihr, ne? Schön im Schmetterling. Also hier haben wir dann so pink mit drin in AB. Hier haben wir das Rot in AB drin. Sehr schön. Jetzt haben wir dieses wunderschöne Blau in AB, die 820. Die 820. Das ist dieses Zeichen. Das kann ja nur in den Haaren sein. Oh, ich könnte am liebsten gleich loslegen. Oder im Röckchen. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Da ist es. Hier ist es. Da ist es. Da ist es. Hier haben wir es auch noch ein bisschen. Hier so, ne? Also hier, das ist kein Knick, ja, das ist nur die Folie. Die Leinwand ist top. Entspannt. Da haben wir das Blaue gefunden. So, was haben wir noch schön? Wir haben noch so ein, na, so ein Altrosa, würde ich sagen. 961. Sind totale Farben. 961 ist das Dreieck und 963 die rosa Farbe, die liebe ich ja auch, ne? Die ist so richtig schön zart. Da haben wir das Dreieck und das Viereck, diese Raute. Hier haben wir überall das Dreieck mit am Rand. Finde ich auch total toll. Hier ebenfalls. Und hier haben wir die Raute. Seht ihr das? Na, also das ist richtig schön. Hier haben wir das Dreieck. Hier haben wir noch das T. Ach, das hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Hier ist noch ein bisschen Dreieck drin. Also das ist wieder richtig schön zart vertreten überall. Ne? Hier haben wir dann das, die Raute drin. Ah, nicht die Raute. Ach, wie heißt denn das gleich? Dieses Zeichen. Wie heißt das? Seht ihr das? Ja. Das ist keine Raute. Oh, das hat einen anderen Namen. Naja, egal. Ihr wisst, ich meine das Zeichen hier. Ja, das Viereck hier auf der Seite so. Ne? Hier haben wir noch ein bisschen das Dreieck. In den Augen haben wir ebenfalls das Dreieck und auch dieses Symbol. Also in den Augen sind beide Farben vertreten. Hier haben wir auch noch ein bisschen das Rosa. Da haben wir ganz schön viel. Ne? Mal gucken, ob die Farbe reicht. Aber eigentlich bis jetzt hat immer alles gereicht bei mir. Hier haben wir noch das Dreieck überall ein bisschen vertreten. Also es ist kunterbunt so reingemischt und das ist wieder klasse. Absolut Hammer. Jetzt haben wir einen Gelbton, die 973. Das ist dieses hier, dieses Doppel hier. Jetzt will man nicht mehr. Also hier diese knallige Farbe hier haben wir hier vertreten. Wir haben es hier vertreten und wir haben es auch hier vertreten. Klasse. Dann haben wir die, oh, da haben wir viele. 3841. Das ist der Pfeil nach oben. Oh, der ist im Rand drin. Wie cool ist das denn? Hier haben wir den überall ein bisschen vertreten. So schön. Oh, cool. Das finde ich ja auch klasse. Hier ist auch ein bisschen vertreten. Toll. Richtig toll. Oh ja, das wird Spaß machen. Na, dieses, der Pfeil nach oben. Wartet mal, wie kann ich. Hier der Pfeil nach oben.
Der ist der AB-Stein und der Pfeil daneben, der so dick ist und drüber nach links geht, ist der normale Stein dazu. Hammer. Da haben auch einige Steine. So, dann haben wir noch die 5200. Das ist ein wirkliches Viereck. Weiß. Ein wirkliches Viereck weiß. Oh, die Äuglein. Nee, warte mal. Nee, nicht die Äuglein. Pass auf. Noch besser. Hier haben wir dieses Runde mit dem Strich. Das ist der normale 5200er Stein. Und hier das Viereck, das ist die AB-Farbe. Hier haben wir beide Farben drin, genauso wie hier in den Äuglein. Und jetzt wieder die normale 5200. Klasse. Richtig klasse. Oh ja. Also Mila, da hast du wirklich wieder... Oh, hier haben wir auch noch einen weißen AB drin. Oh, schön. Ja, auch. Oh, toll. Also das ist ja wieder hammermäßig ausgesucht und zurechtgeschoben, die Farben. Und ich habe das erste Mal so eine Metallic-Farbe mit drin. Da freue ich mich. Also wir haben von den 59 Farben 9 andere Farben. Also 9, also 50 normale Farben und 9 Sonderfarben, sage ich jetzt mal. Sondersteine, also in AB und Metallic. Oh, ich freue mich. Also, ich danke meinem Mann. Ich freue mich. Und mir selber. Na, ich habe sie mir ausgesucht. Ich muss ja mal sagen, das habe ich gut in meinen Warenkorb gelegt. Ne, nee, in meine Merkliste oder wie auch immer. Meine Wunschliste, in meine am liebsten alles haben wollen Liste. Genau. Also, wenn euch das Bild gefällt, schaut mal vorbei. Wie gesagt, mein Mann hat es im Februar bestellt. Ich glaube, es ist auch noch vorrätig. Ich verlinke euch hier unten alles. Ne? Das Bild verlinke ich auf jeden Fall. Was ich aber noch gerne machen möchte, ist, Karat Art hat Texte unter den Bildern stehen, ne? Wie das funktioniert und so weiter. Aber wenn man genauer liest und sich das alles durchliest, haben sie immer noch so einen kleinen Text stehen, der passend zum Bild ist. Und ich möchte euch den gerne vorlesen, weil ich das total schön finde. Mushroom Shibby ist der Anblick... Wartet mal bitte, muss man ja sehen, ne? Seht ihr das ordentlich, das kleine süße Kerlchen hier? Ja. Mushroom Shibby. Ist der Anblick dieses kleinen Pilzmädchens im Shibby-Stil nicht entzückend? Umgeben von tanzenden Schmetterlingen und mit ihrem bezaubernden Pilzhut ist sie einfach zu niedlich, sodass auch du ihr sicherlich nicht widerstehen kannst. Also ich konnte nicht widerstehen. Ich finde die Zucker, 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 Zucker. Ich bin gespannt, wie das rauskommt mit dem weißen Gesicht hier, ne? Wie das rauskommt, weil das ist ja wirklich richtig weiß. Das ist ja die 5200. Da bin ich gespannt. Aber ich freue mich übelst auf die Farben am Rand. Und das Pink da mit rein und überhaupt in die Schmetter. Also, ja. Ein gelungenes Geburtstagsgeschenk. Ich freue mich. Ihr Lieben, vielleicht seht ihr das Bild ja doch bald. Je nachdem, wie ich mit meinem Butterfly... Im Mai ist das Butterfly-Event, wie ich mit dem anderen Butterfly zurechtkomme. Könnte es sein, dass ich das dann auch noch anfange. Weil das ist ja so toll. Genau. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Löst gern meinen Code mit den 10% ein, Valley10. Und gönnt euch dieses wunderschöne Bild. Oder ihr wartet, bis ihr alle anderen Unboxings seht. Es kommen ja dann noch 3 von Karat Art. Demnächst und so verteilt immer mal. Und bestellt dann später. Aber man weiß ja nicht, ob es mal ausverkauft ist, ne? Bei dem vierten Bild stand auch erst, dass es noch vorrätig ist. Und als mein Mann es dann aber bestellt hat, stand es auch noch da, aber es war dann nicht mehr vorrätig. Und deswegen habe ich das dann ein paar Tage nach meinem Geburtstag bekommen. Und das war gar nicht schlimm, weil da konnte ich mich nochmal freuen. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Seid ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr da auf den Button drückt zum Abonnieren. Nicht die Glocke vergessen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Bild schon gepaintet habt. Oder ob ihr jetzt so entzückt seid und das auch bestellt. Ich finde die so süß. Jetzt sieht das irgendwie so grün aus, das Gesicht. So leichter Grünschimmer. Aber ihr wisst ja, das wird weiß, habe ich euch ja gesagt, die 5200. So, ihr Lieben, jetzt aber gut. Ich wünsche euch was ganz Besonderes. Ihr seid ganz besonders, weil ihr auf meinem Kanal gelandet seid. Ich freue mich, dass ihr Abonnent seid. Und wenn nicht, dann... bitte noch abonnieren.
Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut, tschüss!